Herzlich willkommen zur Folge 44 von der Banner Saga 2. Ich bin Sinan Simon, es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir kämpfen jetzt gegen Ruka. Und seine Kämpfer, die uns stutzen wollen. Und bin sehr gespannt, wer da jetzt alles mitkämpft und wie viele das sind. Immer noch. Eine Bogenschützin. Packe ich damit zwei drauf? Ich glaube ja. Also ich würde es mit den beiden hier hochgehen, mit Morgan und Harkon. Darf nur hier hinten niemand auftauchen. Und sollte das eigentlich funktionieren, würde ich tippen. Überlegen, das war Schmerzbringer nochmal. Machen das mal für die Vergeltung. Hier drauf. Ich meine, er ist schon sehr tanky. Ich glaube, ich gehe hier drauf. Weil dann kommt seine. Dann gehen die alle drei wahrscheinlich, also die beiden auf jeden Fall mal auf ihn und kriegen dann auch Vergeltung. Dann lohnt sich das auch richtig. Oha. Das wird auch schmerzhaft. Ne, sie gehen beide auf ihn. Können beide mit Pfeil und Bogen was anfangen? Aber Ruka ist ja jetzt hier nicht dabei, oder? Ist er das? Haben wir nochmal fünf Rüstung weg. Die ignorieren beide ihn. Hätte ich nicht erwartet, um ehrlich zu sein. Na gut, dann einen Verlust müssen wir hinnehmen. Ansonsten ist das ja ein ziemlich einfacher Kampf tatsächlich. Wenn nicht noch was Böses kommt. Aber scheint nicht der Fall zu sein. Immer noch ärgerlich die Verwundung von unserem Chris hier.
Trotzdem leicht verdientes Ansehen, würde ich sagen. Rasten können wir nicht wirklich, will ich nicht riskieren. Der Klang der von Kämpfen wird durch Wehklagen derjenigen ersetzt. Je gefallenen Familienmitglieder erkennen, Ruka, rufst du, angewidert von dem sinnlosen Gemetzel, zum dem er dich gezwungen hat. Er ist fort, sagt Targon. Ganz zu Anfang des Kampfes macht er sich davon, aber wir haben seinen Gefolgsmann gefangen genommen, Dagar. Zweimal führen den gefesselten und stillen Attentäter in die Mitte aller Anwesenden. Steine und Jockstungen werden auf ihn geworfen. Argon sieht dich. Also, ich werde ihn nicht töten und ich. Ich sehe da jetzt auch nicht viel mehr Unterschied, wenn ich dann daneben stehe, während getötet wird. Ich meine, er wurde ja schon gedemütigt, sage ich mal. Würde ihm Gnade erweisen. Vielleicht erfahren wir ein bisschen was von ihm. Nein, sagst du. Er ist ein Mensch, also es ist meine Entscheidung. Ich sage, wir verschonen ihn, durchsucht ihn nach Waffen, fesselt ihn. Bewacht ihn, aber tötet ihn nicht. Arkon knurrt. Das ist ein dummer Fehler, sagt er. Er wollte dich umbringen und er wird es so lange weiter versuchen, bis du, vermutlich auch der Rest von uns, tot sind. Die Familien der Toten und Verwundeten bedauern Dagas. Trauern Dagas Tod. Er könnte noch nützlich werden, er bleibt am Leben. Nicht gut für unsere Moral. Hakon schüttelt den Kopf, aber er sagt nichts mehr. Clanmitglieder sind allerdings nicht so leicht zum Schweigen zu bringen. Manche sind so erzürnt, dass sie dir nicht länger folgen wollen. Ich dachte, wir hätten eigentlich wieder dazu bekommen. Okay, da kommen jetzt die, die dazukommen. Okay, wir haben durchschnittliche Moral, wir sind unterwegs. Wo stehen wir denn auf der Karte? Und wir sind sehr kurz vor Oberon. Das werden wir jetzt noch hinbekommen. Irgendwie halbwegs. Und ich hoffe, dass die, die sich abspalten von uns, auch durchkommen werden. Das Geklimper von Aleo, verbunden mit einem Lied zahlreicher Clanmitglieder, überrascht dich. Ein Wal steht errötend mitten unter ihnen. Skari hat heute 200 Yerbis. Ruft ein Wal neben dir. Der Rest der Karawane wird langsamer, um sich den Tumult näher zu betrachten. Das wird wahrscheinlich das Vernünftigste. Ich hoffe, dass das so ein Mittelding ist. Ne? Man muss ja auch so mal ein bisschen, wenn wir dann nur durchhetzen, dann verlieren wir nur noch mehr Moral. Wir brusten dem Wal mal zu. Auf Skari rufst du, du hast schon länger gelebt, als jeder Mensch hier es jemals tun wird. Mögen deine Tapferkeit und deine Stärke anhalten, damit du noch mit den Enkeln unserer Enkel anstoßen kannst. Skari sieht dich an und nickt. Ich werde ihnen von deiner Tapferkeit und Stärke berichten. Alle trinken, lachen und feiern weiter. Gibt uns Ansehen, das war sehr nice. Wir werden jetzt auch genügend Ansehen, um Level 10 tatsächlich zu werden mit Ivar, aber der ist ja aufgebrochen mit Eivind und Yuna. Der nahe Wald sieht vielversprechend und einladend aus und du brauchst dringend etwas Abgeschiedenheit. Schon bald folgst du der Pferde eines Hirsches. Aber er wurde bereits auf einer Lichtung erlegt. Von wem? Du suchst den Wald ab, aber du kannst nichts entdecken. Du näherst dich dem Hirsch und bemerkst, dass er erst kürzlich erlegt wurde.
Ein schwarzer Stein, etwa halb so groß wie deine Faust, liegt neben dem Tier. Du nimmst ihn hoch. Der Stein stammt eindeutig von den Wütern. Ein Raschen im nahegelegenen Unterholz enthüllt zwei Schleuderer, die sofort tiefe Töne ausstoßen. Sie verständigen sich miteinander und schon stürzt einer vor und greift dich an. Gut, das sollten wir hinkriegen, einen, oder? Und wir bewegen uns mal ein bisschen drauf zu, weil wir haben genügend Ansehen tatsächlich. So nah wie möglich ran. Ich vermute, dass da auch Verstärkung kommen wird. Wir Ansehen nehmen wir auch gerne mit. Als sie wieder fallen, treffen noch andere aus deinem Clan ein. Nicht schlecht, sagt eine der Frauen. Und trifft einen der Toten wieder. Ein Kind läuft herbei und tut es gleich. Ja, wir sagen, das reicht. Lass ihn ruhig, wir müssen weiter. Sie haben schon genug von uns umgebracht, ruft eine die Frau. Denkst du etwa, dass sie das bedauern? Einige Clanmitglieder bekunden, rufen ihre Zustimmung. Ich weiß es nicht, sagst du. Aber sie sehen nicht aus, als wollten sie kämpfen. Sie waren auf der Jagd, genau wie ich. Die Clanmitglieder sind nicht sicher, was sie von deinen Worten halten sollen. Hol den Hirsch, befiehlst du. Los, wir müssen weiter. Es sind alle deiner Meinung. Wir müssen so schnell wie möglich nach Oberon. Das Wasser der Flüsse in der Nähe wird stellenweise von hellgrünen Flecken durchzogen. Sie sehen aus wie das Blut aus den Wunden der Schlange. Tote Fische wurden dutzendweise gesehen, als sie in den schnell fließenden Abschnitten des Flusses vorbeizogen. Einige Clanmitglieder sind erkrankt, andere fühlen sich, als ob sie Mehl getrunken hätten. Als ein paar Wale einen Abschnitt mit sauberem Wasser entdecken, bricht Jubel in der Karawane aus. Aber die Riesen halten sie zurück und bedeuten ihnen zuzuhören. Eine zarte Melodie kommt von jenseits des Wassers, nein. Aus dem Wasser. Besorgt wird geflüstert, was bedeutet das? Oder ist es sicher? Oder mir egal, ich hab Durst. Das ist die Frage, gibt es in Oberon genügend Wasser? Weil da werden wir ja sehr viele andere Clans auch sein. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich probiere das. Kann aber auch schief gehen. Füll ein paar Fässer, wir kochen es vorher ab. Leute beschweren sich, dass sie warten müssen, aber die Wale unterstützen deine Vorsicht. Feuer werden entfacht und Wasser wird gekocht. Das Ergebnis sind ein paar Fässer rein frischen Wassers, das den Durst der meisten stillt, aber niemanden in Jubelstürme ausbrechen lässt. Niemand scheint zu wissen, wann die Melodie des Wassers aufhörte. Da oben müsste jetzt irgendwann Oberon kommen, vermute ich mal. Aber wir beenden jetzt die Folge. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Lasst euch gut gehen, haut rein. Ciao, ciao.